Ja, ich grüße euch. Ich bin jetzt heute mal im Video nicht für BX zu sehen, sondern ich stelle euch was Neues aus dem Haus Begardi vor. Das stammt aus unserer neuen Serie Begardi Value. Und was das ist, das werdet ihr wahrscheinlich schon am Teaser erraten haben. Ein Plattenträger. Und den stelle ich euch heute sowohl im Detail als auch am lebenden Modell vor. Ich habe jetzt hier auch schon einen in Olivgrün. Und das Ganze gehört jetzt zu unserer neuen Kleinserie Begardi Value. Da ist unser Ziel, speziell für Airsoft-Spieler, also gar nicht wirklich auf den Behördenmarkt, so wie wir es jetzt eben auch bei BX mit Frontier One machen, sondern tatsächlich speziell für den Airsoft-Markt, für den Airsoft-Spieler, eine Produktserie zu machen, wirklich eine Kleinserie. Werden keine großen Mengen oder Massen an Produkten werden, sondern eben die Basics, die eben eigentlich jeder Spieler braucht. Und den Start macht eben jetzt das Plattenträgersystem, was ich euch heute hier vorstelle. Und unser Ziel war einfach, mit hochwertigem, aber bezahlbarem Material zu arbeiten. Das heißt, der Plattenträger zum Beispiel ist komplett aus Nylon. Wir haben hier kein Polyester verwendet. Und das ist jetzt in 500D. Und die Basics dahinter sind ganz einfach, wir hätten 1000D Polyester nehmen können oder 500D Nylon. Und man hat da einfach bei dem 1000D Polyester nicht mehr Robustheit, nicht mehr Abriebfestigkeit als beim Nylon. Man hat einfach nur gefühlt mehr, aber man zahlt eigentlich den gleichen Preis dafür, dass man eigentlich minderwertigeres Material bekommt. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir gehen auf 500D, wir gehen auf Nylon. Das ist leider auch der Grund, ihr habt es in den kleinen Teaser-Schnitten jetzt schon gesehen, der andere Träger ist in Multiterra, der hier ist in Olivgrün. Wir haben keinen Plattenträger in Flecktarn jetzt. Warum haben wir das nicht? Ganz einfach, in Flecktarn wäre das Material tatsächlich nur in Polyester verfügbar gewesen. Das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir beim Olivgrün einen, sage ich jetzt mal, einen bundeswehrtauglichen Olivgrünton. Den kann man genauso gut zu Flecktarn tragen, das ist kein Problem. Der sticht nicht raus. Und dann haben wir hier eben nur zwei Farbvarianten, aber dafür eben in einer vernünftigen Qualität. Ja. Man muss zum Plattenträger eben einfach nochmal sagen, er kommt als Komplettset, das heißt, es sind zwei Mehrzwecktaschen, zwei Einzel-, also Doppel-M4-Magazintaschen und eine Triple-Magazintasche dabei. Die Magazintaschen fassen jeweils zwei M4-Magazine oder kompatibel oder aber ein G36 oder AK-Magazin. Mit G3 und ähnlichen Magazinen wird es ein bisschen eng, kann man mit ein bisschen Basteln sicherlich auch hinkriegen, aber wir empfehlen es ja hauptsächlich für M4 und G36 in dieser Größe, sprich alles aus der 556-Familie. Da hat man dann die Möglichkeit, zwischen 5 und 10 Magazinen mitzuführen oder man nutzt die seitlichen Taschen oder wo man sie eben montiert, eben ganz einfach für Funkgerät oder andere Ausrüstung. Das Ganze möchte ich euch jetzt mal im aufgerödelten Zustand zeigen. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, das wird jetzt eine Premiere. Wir haben jetzt eben auch ein Model dafür dabei und das holen wir jetzt mal kurz dazu. So, wir haben euch jetzt ein bisschen erklärt, was wir mit dem Plattenträger vorhaben, warum wir den Plattenträger so in den Shop genommen haben, wie er jetzt ist, warum wir das Material so gewählt haben, etc. Und was euch natürlich interessiert, was kann der Plattenträger, was macht er, was ist dabei? Das zeige ich euch jetzt mal im Live-Modell. Deswegen packe ich den jetzt mal auf die Seite und begrüße hier jetzt mal bei uns Martin. Der hat schon bei anderen Fotoaktionen von uns mitgearbeitet. Und grüß dich, Martin. Servus. Der ist heute mal bereit, hier das Model zu spielen und sich ein bisschen durch die Gegend scheuchen zu lassen. Wenn du mal kurz die Arme hochnimmst und wir mal kurz einmal rundherum gehen. Was wir jetzt hier haben, ist die Triple Mag Pouch. Die ist in einem Modul angebracht, ist eben auch mit Molle befestigt. Und da haben wir eben Platz für zwei M4-Magazine. Wir haben sie jetzt mit Standard-Polymer-Magazinen bepackt. Das heißt, mit den vier Taschen habt ihr Packvolumen für entweder 10 M4-Magazine oder 5 AK- oder G36-Magazine. Und was hier an der Front natürlich auch ist, die Frontöffnung, das heißt, ihr könnt rechts aussteigen, links aussteigen, ihr könnt auch beide aufmachen. Und wenn ihr das macht, könnt ihr eben hier oben auch die Fastics öffnen. Einfach, wenn man schnell aus dem Plattenträger raus will. Entweder im Spiel, wenn es darum geht, Medic-Regel, dass man versorgt werden muss.
Oder auch ganz klassisch, wenn man am Ende vom Event, vom Spiel sagt, so, Nase voll, ich ziehe das Ding jetzt aus, dann könnt ihr den Plattenträger damit fallen lassen. Zwicktasche mit Verpflegung, haben wir hier das Messer montiert. Das ist auch ganz klassisch, ohne Innenunterteilung, die könnt ihr für ein First Aid Kit nehmen, die könnt ihr für Ausrüstung, für Munition nehmen. In dem Fall haben wir ihn mit MREs bestückt. Eine gestrippte MRE, ausreichend für ungefähr 10 Stunden, haben wir hier eingepackt. Und wenn wir mal zur Rückseite gehen, hier verschwindet der Kummerbund im Plattenträger und kann nahtlos verstellt werden. Der Plattenträger passt ungefähr von einem Hüftumfang von 80, 85 cm bis 105, maximum 110 cm, wobei da dann hier schon der Kummerbund aus der Rückenverstellung quasi rausgeht. Ja, der Kummerbund an sich ist stark gepolstert, das zeigen wir euch auch gleich nochmal beim Oliven im Detail. Gleiches gilt für den Rücken, da sind Soft-Zapi-Platten drin. Wir wollten es euch jetzt nicht mit den Hard-Zapi-Platten zeigen. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Der ganze Plattenträger ist in der Grundausstattung ausgelegt für 5,56 Magazine, 7,62er, wenn es die kurzen russischen sind quasi, also sprich die Standard-AK-Magazine, funktioniert auch. Wo der Plattenträger nicht so gut funktioniert, ist eben ganz klassisch G3 FN-Fahl. Da müsst ihr andere Taschen zukaufen. Aber dieser Taschensatz, der jetzt hier gezeigt ist, der ist auch beim Plattenträger dabei. Natürlich das Zubehör und der Inhalt nicht. Und den würde ich euch jetzt ganz gerne mal im Detail zeigen. So, hier haben wir, wie besprochen, nochmal den Plattenträger, den Oliven. Und den zerlege ich jetzt mal kurz. So. Ihr habt hier atmungsaktives Abstandsgewebe, Netzgewebe und Polster darum. Zusätzlich im Schaumstoff zur Versteifung. Den könnt ihr auch auswechseln, den könnt ihr, wenn ihr sagt, brauche ich nicht, komplett wegmachen, also rausmachen. Und gleiches ist eben in der Hauptplatte. Die ist komplett gepolstert. Das Polster ist hier eben auch fix. Ihr seht es aber hier auch, das ist komplett luftdurchlässig. Und da dahinter befindet sich dann jetzt auch eine Schaumstoffplatte, eine Dummy-Soft-Zabi-Platte, eine einfache. Das reicht völlig aus, um dem Plattenträger Struktur zu geben, dass ihr ihn bepacken und tragen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch eine Sabi-Platte reinpacken. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir in diesem Demo-Plattenträger keine Zombie-Platte eingebaut haben. Wir wollten euch das eben einfach so zeigen, wie es ist, wenn ihr es bekommt. Denn es wäre aus unserer Sicht jetzt unfair oder ich sage jetzt mal zumindest nicht seriös herzugehen und zu sagen, so, wir zeigen euch den jetzt, der sieht jetzt ganz toll aus, der ist komplett fix, der ist steif und dann packt ihr den aus und sagt, ja, Moment, da war auf den Bildern, aber sah der ganz anders aus. Deswegen, wir möchten euch den schon so zeigen, wie man ihn packen kann. Aber wir möchten ihn eben auch wirklich so rüberbringen, wie ihr ihn dann bekommt. Das ist einfach fair, das ist einfach seriös und ich denke, das ist auch einfach das, was ihr bei uns erwartet. Wie gesagt, auch das ist alles ausbaubar, das könnt ihr für euch selbst modifizieren. Oder ihr könnt auch so lassen, wie es ist. Auf dem BX-Fotoshooting bzw. auf dem BX-Videoshooting, wo ich den genutzt habe, habe ich keine zusätzlichen Platten montiert, war trotzdem super ergonomisch. Das war völlig okay. Ein Kollege hatte einen Prototyp-Plattenträger, der hat Mela-Sabi-Platten montiert. Der kam auch ohne Probleme damit zurecht. Das ist dann einfach eure Entscheidung, wie ihr das dann macht. Ich hoffe, wir konnten euch den Plattenträger jetzt ein bisschen auch mal in 3D präsentieren. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und es hilft auch ein bisschen bei der Entscheidungsfindung, dass ihr den jetzt einfach auch wirklich mal am Mann gesehen und gezeigt bekommen habt. Wir haben den Plattenträger bereits im Vorfeld ausprobiert gehabt. Ein paar von euch kennen den vielleicht sogar schon. Wenn ihr nämlich den 2018er Salute-Trailer von BX gesehen habt, da habt ihr den in der Olivenversion bereits in Verbindung mit Pencott gesehen. Wir werden den Plattenträger auch noch ein bisschen ausbauen. Wir werden schauen, dass wir Zubehör dafür bekommen. Das wird, wie vorhin schon gesagt, eben 2019 werden. Aber jetzt sind erstmal die Grundträger mit den Taschen bei uns im Shop. Und wie gesagt, uns war es einfach sehr wichtig, euch den Plattenträger gut zu präsentieren.
euch wirklich alles zu zeigen, was den Plattenträger ausmacht. Was wir euch natürlich nicht zeigen können jetzt im Video, ist explizit das Material. Da müsst ihr euch darauf verlassen, dass wir uns das vorher angeschaut haben und dass wir uns dann Kopf gemacht haben. Und das haben wir eben auch gemacht. Und deswegen denke ich mal, ihr werdet mit dem Plattenträger auf jeden Fall lange Zeit Spaß haben. Es ist eine schöne Basis, um ein Zweit-Setup aufzubauen, oder es ist auch einfach ein schöner Erstträger für einen Einsteiger. Der Plattenträger wird eben bei uns im Shop unter 100 Euro kosten. Das ist für ein Komplettset mit dem Umfang und mit dem Material und der Qualität wirklich ein fairer Preis. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Natürlich, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, passt der mir, passt der zu meinem Setup. Wir haben nach wie vor ja bei uns im Shop den Supportbereich. Meldet euch einfach und wir beraten euch so gut wie es geht. Stellt einfach eure Fragen, wir sind da. Ansonsten ja, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Habt ein sicheres Hobby und wir sehen uns garantiert bald wieder. Macht's gut.